Hey YouTube, willkommen zu diesem neuen Video und heute geht es um ein Thema, worüber ich schon seit langem mal für Aufklärung sorgen wollte. Und zwar egal, wie leidenschaftlich wir Sport betreiben und wie sehr wir unseren Sport lieben. Irgendwann kommt immer die Phase, an dem wir einfach mal in ein Motivationsloch kommen, in dem uns vielleicht auch mal die Gelenke wehtun, in dem wir einfach nicht mehr so richtig die Motivation aufbringen können oder sogar unsere Leistung einbußen, also in dem wir sogar schwächer werden. Und gerade zu diesen Zeitpunkten ist es Zeit für einen Deload. Wenn wir wirklich regelmäßig und intensiv trainieren, ganz egal in welcher Sportart, ob das jetzt Fitness ist, ob das irgendwelche Cardio-Einheiten sind oder ob das ein Kampfsport ist, spielt überhaupt keine Rolle. Unsere Belastung ist einfach über einen langen Zeitraum sehr hoch und irgendwann kann es dazu kommen, dass unsere Erholung einfach nicht mehr ausreicht. Und es geht Stück für Stück immer weiter und irgendwann schießen wir uns einfach ins Übertraining. Zum Übertraining habe ich schon mal mehrere Videos gemacht, die werde ich auf jeden Fall nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Die Symptome sind dann Motivationslosigkeit, Müdigkeit, Kraftverlust oder sogar Verletzung. Ja, der Deload soll diesen Gefahren entgegenwirken und soll dafür sorgen, dass ihr regelmäßig Erfolge seht und vor allem durchgehend Spaß am Training habt. Ein Irrtum, der leider häufig angenommen wird, ist, dass das Training lediglich unsere Muskulatur beansprucht. Aber unser ganzer Körper wird dieser Belastung ausgesetzt. Und es sind nicht nur unsere Muskeln, sondern auch unsere Knorpel, Sehnen, Bänder, Gelenke und sogar unsere Nerven, also auch unser zentrales Nervensystem, wird dadurch einfach in Mitleidenschaft gezogen. Die Schwierigkeit dabei ist es jetzt, den Zeitpunkt abzuschätzen, bevor wir ins Übertraining kommen und dort rechtzeitig einen Deload einzulegen. Okay, genug drum herum geredet. Was ist eigentlich der Deload? Der Deload ist eigentlich eine Deload-Phase, also eine Zeitspanne, in der wir unserem Körper mal komplett Ruhe genehmigen, damit er wirklich runterfahren kann. Das bedeutet sowohl körperlich, dass unsere Muskeln, Gelenke, Sehnen, Bänder, dass alles wirklich mal sich wieder regenerieren kann, als auch psychisch, also der Stress, dass auch der wieder einfach mal abgebaut wird, damit die Belastung auf unser zentrales Nervensystem nicht so hoch ist. Und das wird auch sehr, sehr häufig unterschätzt, denn wir setzen uns einfach einer Stressbelastung aus, wenn wir wirklich regelmäßig jede Woche kontinuierlich trainieren und Bestleistung erbringen wollen. Wie können wir aber jetzt den Deload durchführen? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir verzichten komplett aufs Training. Wir legen einfach mal die Füße hoch und machen in dieser Zeitspanne überhaupt nichts. Oder aber wir machen ganz leichtes Training. Wir könnten zum Beispiel die Gewichte, ich sag mal, halbieren und könnten trotzdem die gleiche Wiederholungszahl machen. Damit gehen wir absolut nicht an unsere Leistungsgrenze. Davon sind wir im Gegenteil weit entfernt. Aber die Muskeln werden einfach besser durchblutet. Dadurch können Abfallprodukte quasi abtransportiert werden und wir können uns damit noch schneller regenerieren. Richtig schlimm wird es erst, wenn wir über einen langen Zeitraum hart trainieren und keine Deloads einlegen und annehmen, dass wir irgendwann zu unserem Normalzustand werden. Das spreche ich jetzt mal aus eigener Erfahrung. Und zwar habe ich auch eben immer Vollgas gegeben und irgendwann war ich einfach in so einem Tief, ich hatte keinen Bock mehr aufs Training, ich bin morgens aufgestanden, ich hatte überall Schmerzen, ich war eigentlich den ganzen Tag müde, antriebslos, lustlos, ich hatte keinen Bock mehr, aber ich dachte mir, ich liebe doch den Sport, was ist los mit mir? Ich habe das dann einfach als meinen Normalzustand akzeptiert und mich jeden Tag wieder gepusht ins Training zu gehen, jeden Tag wieder. Meine Gelenke hat es komplett zerrissen, ich habe immer weitergemacht, weil ich dachte, aber ich liebe doch den Sport, das gehört doch einfach zu mir. Wie gesagt, ich habe es als meinen Normalzustand akzeptiert und das war der größte Fehler. Ich hätte einfach richtig dringend eine Pause gebraucht und das wird eben sehr häufig unterschätzt. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr liebt den Sport so krass und legt einen Deload von zum Beispiel einer Woche ein. Ihr trainiert eine Woche komplett überhaupt nicht, aber habt vorher vielleicht fünfmal die Woche trainiert. Und jetzt steht eine Oberkörpereinheit an, zum Beispiel im Fitnessstudio, wo man sich sowieso immer drauf freut. Was glaubt ihr, was ihr dann für einen Motivationsschub bekommt, nachdem auch noch eure Muskeln wieder vollkommen regeneriert sind? Da könnt ihr erstmal richtig Gewicht draufpacken und habt wieder richtig Bock auf das Training. Jetzt können wir noch zwei Arten von Deloads unterscheiden. Zum einen den reaktiven Deload. Das bedeutet, wir achten auf unsere eigenen Symptome. Wir trainieren die ganze Zeit und wenn wir merken, uns tut was weh, wir haben Motivationstief, wir fühlen uns einfach nicht so gut, dann ist der Zeitpunkt gekommen und wir legen einfach so einen Deload ein, ganz egal wann. Die zweite Möglichkeit ist, wir machen geplante Deloads. Wir haben also quasi unseren Trainingsplan und sagen einfach, nach 4 Wochen wird ein Deload eingelegt. Von 2 Tagen, von 4 Tagen, von 7 Tagen, wie auch immer. Das können wir ja selbst entscheiden. Und der ist dann starr und der wird fest eingehalten. Der steht einfach fix in unserem Terminkalender. Das bedeutet, wenn wir uns nach 3 Wochen schon komplett am Arsch fühlen, dann ziehen wir trotzdem noch bis zur 4. Woche durch und legen dann erst den Deload ein. Oder aber nach 4 Wochen fühlen wir uns noch blendend, haben eigentlich voll die Motivation,
Aber trotzdem legen wir dann den Deload ein, denn der ist starr in unserem Kalender verankert. Aber was ist jetzt die beste Deload-Methode für uns? Eigentlich hört sich der reaktive Deload richtig gut an. Der Nachteil hieran ist aber, dass wir einfach den Zeitpunkt für den Deload häufig falsch abschätzen. Bei mir ist es oftmals so, dass ich dann zum Beispiel sage, ah, okay, Gelenke tun schon weh, Motivation geht schon in den Keller, komm, eine Woche ziehst du noch durch. Und danach denke ich mir, ach komm, eine Woche geht noch und ah, so schlimm ist es überhaupt nicht. Und dann bin ich schon längst im Übertraining und hab verkackt. Andere wiederum können vielleicht nicht so eine Motivation aufbringen und sagen schon nach 2 Wochen, ah, mir tut ein bisschen was weh, ich habe heute nicht so Lust auf Training, ah, ich mache eine Deload-Woche. Und dann hauen sie direkt 7 Tage rein. Und das machen sie dann alle 2 Wochen, damit kommen sie auch nicht so richtig weiter. Deshalb meine Empfehlung, wir kombinieren einfach beides miteinander. Wir sagen uns zum Beispiel, ich lege einen fixen Deload nach 4 Wochen oder nach 6 Wochen ein. Wir bleiben einfach mal bei den 4 Wochen und dann schauen wir uns einfach an, wie sich unser Training entwickelt, wie unsere Symptome sind. Und wenn wir nach 3 Wochen sagen, oh, ich habe schon voll die Schmerzen, dann legen wir einfach schon dann einen Deload ein oder aber erst nach 5 Wochen, wenn wir voll die Motivation haben. Aber wir müssen uns fest vornehmen, den Deload maximal um 7 Tage verschieben zu dürfen. Also entweder 7 Tage vor oder 7 Tage zurück. Und dann muss er eingelegt werden. Dann geht er auch nicht vergessen. Er steht fix in unserem Kalender und dann werden wir ihn auch auf jeden Fall einhalten. Wann ist jetzt überhaupt der richtige Zeitpunkt gekommen, einen Deload einzulegen? Ich habe eben schon die Symptome genannt, Antriebslosigkeit, Müdigkeit und vor allen Dingen Verletzungen. Unsere Gelenke, Sehnen, Bänder brauchen einfach länger, um sich zu regenerieren als unsere Muskulatur. Also selbst wenn wir keinen Muskelkater bekommen, wenn es unserer Muskulatur gut geht, kommt es früher oder später zu Gelenkverletzungen. Und wenn ihr da schon merkt, es läuft nicht so ganz rund, dann ist es eben Zeit für einen Deload. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn man bei einem Auto Öl nachfüllen möchte. Irgendwann leuchtet die Kontrollleuchte in eurem Auto auf und dann müsst ihr handeln. Das bedeutet, das sind unsere Symptome, wir müssen irgendwas machen. Wir können uns natürlich jetzt auch dafür entscheiden, kein Öl nachzufüllen, wäre aber dumm, denn damit riskieren wir eben Motorschaden. Und genau so ist es im Prinzip auch beim Deload Day. Wie lange sollte jetzt so eine Deload-Phase anhalten? Und da kann ich euch leider wirklich keine konkrete Empfehlung abgeben, denn es ist von so vielen Faktoren abhängig. Wie häufig trainiert ihr tatsächlich? Wie intensiv ist euer Training? Wie viel Trainingserfahrung bringt ihr überhaupt mit? Wie sieht eure Genetik aus? Welche Sportart macht ihr? Das sind so viele Faktoren. Bei mir war es wirklich so gewesen, ich habe 5 bis 6 Mal die Woche trainiert und immer mindestens 2 Stunden. Einmal die Woche eigentlich 4 Stunden. An meinen Pausetagen habe ich häufig noch Cardio gemacht. Gerade wenn wir so ein intensives Training wie HIIT-Training, dazu hatte ich auch schon ein Video gemacht, wenn wir sowas durchführen oder hohe Belastungen durch Pyramidentraining oder durch viele Supersätze, die wir einfach machen, dann gönnen wir umso weniger Regeneration unserem Körper. Dann wird es eben eher Zeit für einen Deload. Also generell kann man sagen, Deloads sind eher zu empfehlen für Personen, die schon mindestens 1,5 Jahre trainieren und wirklich kontinuierlich 4 bis 6 Mal die Woche. Denn dann habt ihr einfach sehr wenig Regenerationszeit und dann wird es Zeit für einen Deload. Die meisten Athleten legen dann ungefähr 2 bis 7 Tage ein. Also da kann ich wirklich empfehlen, mindestens mal schon so 5 Tage einzulegen, weil wie gesagt, eure Gelenke, Sehnen, Bänder regenerieren einfach langsamer als die Muskulatur. Die brauchen länger. Selbst wenn nach 3 Tagen eure Muskulatur wieder voll leistungsfähig ist, lasst euren Gelenken noch ein bisschen mehr Pause. Um euch das nochmal beispielhaft klarzumachen, blende ich hier nochmal eine Tabelle von einem typischen Deload-Training ein. Da sehen wir jetzt links 5 Trainingseinheiten und wir stellen uns einfach mal vor, wir machen Bankdrücken. Dabei nehmen wir jetzt ein Gewicht von 100 Kilo und machen 3 Sätze mit jeweils 8 Wiederholungen. Das bedeutet insgesamt 24 Wiederholungen mit 100 Kilo. Damit kommen wir auf ein Volumen von 2400 Kilo. Im zweiten Training versuchen wir jetzt einfach mal 105 Kilo zu nehmen. Da schaffen wir 8 Wiederholungen, dann 7 Wiederholungen und nochmal 7 Wiederholungen. Und dann haben wir ein Gesamtvolumen von 2310 Kilo. Im dritten Training versuchen wir uns nochmal zu steigern auf 110 Kilo, machen aber jetzt nur noch 7 Wiederholungen, nochmal 6 und nochmal 6 Wiederholungen. Und wir sehen, unser Gesamtvolumen geht nochmal runter auf 2090 Kilo, die wir insgesamt bewegen. Am vierten Tag legen wir jetzt einfach mal einen Deload ein. Wir nehmen knapp die Hälfte des Gewichtes, nur noch also 60 Kilo und machen diesmal nur 2 Sätze, aber mit schönen, sauberen 8 Wiederholungen, wo wir aber schon bei weitem nicht an unser Muskelversagen gehen. Da bewegen wir jetzt nur ein Gesamtvolumen von 960 Kilo, also absolut nicht viel im Vergleich zu den anderen Tagen, im Prinzip nur die Hälfte. Am fünften Tag sind jetzt unsere Muskeln neu regeneriert, wir nehmen wieder die 110 Kilo und dann schaffen wir auf einmal mehr Gewicht. Wir können 8, 8 und 7 Wiederholungen nacheinander in den einzelnen Sätzen absolvieren und haben damit ein viel höheres Volumen, als wir am Anfang hatten oder als wir überhaupt schon mal hatten. Also 2530 Kilogramm, weil wir eben diesen Deload eingesetzt haben. Bei diesem Beispiel sind wir vielleicht von 1 oder 2 Trainingswochen ausgegangen und haben nur einen Deload-Tag mit reingepackt. Aber das Ganze können wir eben erweitern, dass wir zum Beispiel sagen, wir trainieren 6 Wochen durchgehend und bauen dann
eine ganze Deload-Woche mit ein. Das kann dann jeder so handhaben, wie er möchte. Wie sieht jetzt die Ernährung in der Deload-Phase aus? Wenn wir ein oder zwei Deload-Tage machen, dann müssen wir da nicht viel dran ändern. Wenn wir allerdings eine ganze Woche machen, dann kommt es auch so ein bisschen auf euren Körpertyp an. Seid ihr vielleicht sogar schon übergewichtig und wollt sowieso abnehmen, dann ist es natürlich vorteilhaft, die Kalorien zu reduzieren. Denn ihr verbraucht ja bei weitem nicht so viel, als wenn ihr jeden Tag trainieren gehen würdet oder 5-6 Mal die Woche zum Beispiel. Andernfalls, wenn ihr aber sowieso im Aufbau seid und euch eh schwer damit tut zuzunehmen, dann müsst ihr auch nicht so streng darauf achten und müsst auch nicht zwingend eure Kalorien erhöhen. Also auch das würde ich so ein bisschen auf eure Ziele abstimmen. Grundlegend müssen wir akzeptieren, dass wir beim Deload kleine Pausenphasen einlegen, aber unsere Gesamtleistung in der Summe wird steigen. Dazu blende ich euch auch einfach hier nochmal eine Grafik ein und da sehen wir ganz klar, wir haben einmal das Niveau und die Zeit. Und entweder wir führen eine komplette Gerade durch und geben dauerhaft Vollgas im Training und versuchen das Beste rauszuholen. Aber irgendwann wird es einfach immer langsamer vorwärts gehen. Die Gerade ist einfach nicht so steil. Oder wir haben eine Gerade mit den Deload-Phasen. Da sind jetzt noch so geschnörkelte Kurven drumherum. Und diese Kurven sind eben unsere Pausenzeiten. Mal geht's hoch, mal geht's runter, mal geht's hoch, mal geht's runter. Aber in der Summe gesehen ist unsere Leistung höher, als wenn wir keinen Deload einlegen. Außerdem nehmen wir ohne Deload-Verletzungen in Kauf und die könnten uns dazu zwingen, dass wir sogar für 6 Wochen komplett ausfallen. Und da wäre es natürlich besser, sich einfach mal in einer Woche schön zu regenerieren und dann wieder Vollgas zu geben, als 6 Wochen auszufallen und dann wieder ganz unten anzufangen und sich peu à peu hochzuarbeiten, bis wir vielleicht wieder 4 oder 6 Wochen ausfallen. Abschließend sage ich nochmal mit dem Thema, Deloads müssen sich Hobbysportler im Prinzip nicht auseinandersetzen. Dass die wirklich ins Übertraining kommen, ist eher unwahrscheinlich, denn häufig legt man auch einfach stressbedingt mal vielleicht eine Pause ein von einer Woche oder so oder ist im Urlaub oder zieht es einfach nicht ganz so konsequent durch und dann wird es häufig überbewertet. Dann denkt man vielleicht, man sei im Übertraining, aber es ist überhaupt kein Übertraining. Also ich sage euch ganz klar, wenn ihr im Übertraining seid, eigentlich merkt man das schon. Also mir ging es da wirklich so dreckig und es tritt wirklich nur dann auf, wenn ihr 4 bis 6 Mal die Woche intensiv trainiert. Trotzdem ist mit dem Thema Übertraining nicht zu spaßen. Deshalb habe ich euch auch nochmal oben in der Infokarte die Videos zum Übertraining verlinkt. Die könnt ihr euch gerne an der Stelle nochmal anschauen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, abonniert den Channel, um auch weiterhin nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaut auch gerne auf den Social Media Webseiten vorbei. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen, Anregungen habt oder vielleicht sogar Videovorschläge, dafür bin ich immer sehr, sehr dankbar. Alles ab damit in die Kommentare oder schreibt mir einfach bei Facebook an die Analytics. Ich bin raus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Habt einen schönen Tag. Ciao.